Liebe Zuschauer, liebe Wasserfreunde, heute beginnen wir mit einem sehr spannenden Thema. Ich bitte Sie alle, Ihre Notizen zur Hand zu nehmen. Wir beginnen nun mit der Vorlesung. Die Bilder von der ISS zeigen es, Europa ist braun und vertrocknet, Pflanzen, Tiere, Menschen, alle sehnen sich nach Wasser, zu viel sollte es dann aber auch nicht sein. Was Wasser ist, wissen die meisten, was aber gibt es für Unterschiede zwischen den verschiedenen Wasserarten und wie wirkt sich das auf Menschen, Tiere und Pflanzen aus? Ich warte hier also weiter auf Regen und beschäftige mich für euch mal mit dem Thema Regenwasser. In der Aquaristik und auch Terraristik ist Wasser ein Grundelement und auch in der Pflanzenzucht unerlässlich. Ins Rennen gehen Leitungswasser, Regenwasser, Grundwasser, destilliertes und Osmosewasser. Die Idee zu dem Video hatte ich, als ich neulich in einem Forum eine Diskussion las. Dort ging es um Wasseraufbereitung und ein Aquarianer schrieb, dass er seit 30 Jahren in allen seinen Aquarien Regenwasser verwendet und bis auf ein paar Mückenlarven und Algen beste Erfolge damit erzielt. Interessant ist auch, dass in älterer Aquarienliteratur dem Aquarienwasser besondere Kräfte beigemessen werden. Heutzutage sind ja wöchentliche Teilwasserwechsel in, um die Schadstoffe zu entfernen. Früher hatte Aquarienwasser einen positiven Touch. Heute eher einen negativen, giftigen. Wer sich näher mit dem Thema Altwasser beschäftigen möchte, der schaut in die Beschreibung, dort verlinke ich alles Wissenswerte. Ich selber verwende hartes Berliner Leitungswasser für meine Axolotl, destilliertes Wasser kommt bei mir in die Beregnungsanlage und Osmosewasser verwende ich für die Zwerggarnelen. Alles zusammen ist das natürlich mit einem erheblichen Aufwand verbunden und auch mit ziemlichen Kosten. Gerade wenn man wie ich wöchentliche Teilwasserwechsel durchführt. Das Osmosewasser zum Beispiel gewinne ich mit einer Umkehrosmoseanlage. Die Ratio beträgt hier 4:1. Um 30 Liter Osmosewasser herzustellen, verschwende ich 120 Liter Leitungswasser. In der Osmoseanlage entsalze ich das Leitungswasser, um es danach dann wieder aufzusalzen. Ich werde also mit meinen bescheidenen Mitteln heute und hier in diesem Video mal testen, wie es um unser Regenwasser bestimmt ist und ob man damit nicht bares Geld sparen kann. Wie man ja unschwer sogar aus dem Weltall erkennen kann, will es leider bei uns gerade nicht regnen. Also, bevor wir zum Regenwasser kommen, fangen wir mit dem destillierten Wasser an. Destilliertes Wasser kauft ihr im Supermarkt oder im Großhandel und wird aus verdampftem und kondensiertem Leitungswasser gewonnen. Regenwasser wird übrigens von der Natur genauso gemacht. Wassermoleküle verdampfen, kondensieren, werden aufgefangen, alle anderen Stoffe werden so herausgefiltert. Destilliertes Wasser ist weitgehend frei von Salzen, Mikroorganismen und organischen Stoffen. In vielen Ländern wird destilliertes Wasser industriell abgefüllt und zum Verzehr verkauft als besonders reines Wasser. Damit räumen wir gleich mal mit einem weit verbreiteten Vorurteil auf, dass destilliertes Wasser nicht trinkbar sei. Auch oder gerade destilliertes Wasser ist trinkbar. Informiert euch. Ich nutze destilliertes Wasser in meiner Beregnungsanlage, damit es die feinen Düsen nicht verkalkt. Das bringt mich auch schon gleich zum Osmosewasser. Hier nämlich wird das Wasser durch eine feine Membran gedrückt. Die Membran ist so fein, dass sie nur Wassermoleküle durchlässt. Alle anderen Stoffe werden so herausgefiltert. Das geschieht meistens mit dem Leitungsdruck. Destilliertes Wasser und Osmosewasser werden als biologisch gleichwertig angesehen. Auch wenn destilliertes Wasser verfahrensbedingt etwas reiner ist als Osmosewasser. Der Leitwert beim destillierten Wasser ist nur in der Theorie gleich 0. Praktisch hat destilliertes Wasser einen Leitwert von 5 bis 6 Mikrosiemens. Alle anderen Werte sind hier eher uninteressant, eben weil das Wasser so rein ist und keine weiteren Stoffe enthalten sind. Bei dieser Hitze sollte man auf keinen Fall das Trinken vergessen. Hier mal zur Abwechslung ein Glas Leitungswasser. Leitungswasser in Deutschland ist durch umfassende Kontrollen fast keimfrei und kann somit auch für Babys und Kleinkinder verwendet werden. Die am häufigsten im Trinkwasser gelösten Mineralien sind Magnesium und Calcium. Die Summe dieser Konzentration bezeichnet man als Wasserhärte. Bei euren lokalen Wasserbetrieben könnt ihr Analysedaten einsehen. Bei mir sind das die Berliner Wasserbetriebe und das sieht dann so aus. Das checke ich natürlich gleich mal. Berliner Trinkwasser hat bei mir einen Leitwert von ca. 900 Mikrosiemens und ist damit sehr hart. Aus Erfahrung kann ich sagen, mein Trinkwasser hier hat eine sehr gute Qualität. Die Wasserbetriebe schreiben, Berliner Trinkwasser ist Grundwasser und somit von der Natur aus gereinigt. Das bringt mich als nächstes auch schon zum Grundwasser. Hier aus einem Brunnen 7 Meter tief aus einem Berliner Randgebiet entnommen und auch hier habe ich mal verschiedene Werte genommen. Berliner Leitungswasser und auch Grundwasser entstehen ja indirekt durch Regenwasser.
Regenwasser sickert durch verschiedene Erdschichten und wird so gereinigt und mit Mineralien angereichert. Also nach vielen Anläufen und noch mehr Regentänzen hier endlich etwas Regenwasser. Was mir als erstes auffällt, ist der geringe Leitwert von 5 bis 6 Mikrosiemens. Das ist noch weniger als bei dem Osmosewasser, kommt in etwa mit dem destillierten Wasser gleich, ist also sehr sauber. Einen Unterschied zwischen Regenwasser aus der Stadt und dem Umland konnte ich nicht nachweisen. Ich habe meine im Terrarium gezüchteten Kaulquappen mit diesem Regenwasser versorgt. Hat bestens funktioniert. Es gab keine Ausfälle. War wunderbar. Hat geklappt. Das Regenwasser macht einen verdammt guten Eindruck und ich habe keine Bedenken, es zu verwenden. Aufsalzen lässt sich das Wasser genauso gut wie jedes andere. Um Staub- oder Schmutzpartikel zu entfernen, könnt ihr einen Außenfilter mit Aktivkohle verwenden. Kontra: Regen wäscht gas- und staubförmige Schadstoffe aus der Luft. In der Stadt sind das Abgase und in ländlichen Regionen eher Pestizide. Interessant ist auch, dass Regen durch Transmission oder Wind in weit entfernte Regionen gebracht wird. Welches bedeutet, dass Verursacher und Empfänger von saurem Regen oft unterschiedliche Staaten sind. Als sauren Regen bezeichnet man Niederschlag, dessen pH-Wert bei 4,2 bis 4,7 liegt. Das ist deutlich niedriger als 5,5 bis 5,7. Der pH-Wert, der sich bei reinem Regenwasser einstellt. Schwefeldioxid oxidiert zu Schwefeltrioxid, dieses bindet Wasser und schon haben wir Schwefelsäure im Regenwasser. Was man beachten sollte: Es muss sich eingeregnet haben, um den Schmutz aus der Luft zu waschen. Auf gar keinen Fall solltet ihr Nieselregen verwenden. Dächer oder Dachrinnen mit Kupfer, Asbest, Teer und Farbe können das Regenwasser stark beeinträchtigen. Ammonium, Nitrit und Trübung lassen sich etwas durch Lagerung reduzieren. Noch ein kleiner Tipp. 1 Grad deutscher Härte hat in etwa den Leitwert von 45 Mikrosiemens pro Zentimeter. Mit diesen beiden Zahlen lässt sich feststellen, ob der Leitwert alleine durch die Härte erklärt werden kann. Hört, hört! Fazit: Regenwasser ist mit zahlreichen Stoffen kontaminiert und man muss mit Überraschungen rechnen. Man muss also vorsichtig sein mit Regenwasser. Vollentsalztes und RO-Wasser sind auf jeden Fall teurer, aber auch sicherer. Wer allerdings Regenwasser lagern kann und Werte unter 50 Mikrosiemens pro Zentimeter erreicht, der kann Regenwasser getrost verwenden. Das war's schon wieder von mir. Wenn du überhaupt keine Ahnung hast, was ich hier von Transmission oder Umkehrosmose labere, dann solltest du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Hier lernst du fürs Leben. Alle anderen haben sicherlich schon den Kanal abonniert und auch die Glocke aktiviert. Ich sage danke fürs Zuschauen, Daumen drücken nicht vergessen, bis zum nächsten Mal.